Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen beim anarchistischen Hörfunk aus Dresden und unserer März-Sendung. Wir haben uns zuletzt im Februar mit Utopien und Zukunft beschäftigt und kurz danach hat die Gegenwart sich gemeldet. Ein paar Tage später ist der Krieg und die Krisen und die Konflikte, die es gegenwärtig so gibt, ist vor unsere Haustür gerutscht sozusagen und wir waren schockiert und betroffen, als Putin am 24.02. die Ukraine angegriffen hat und seitdem Krieg führt. Heute wollen wir uns mit diesem Krieg beschäftigen, oder mit dem Thema Krieg und euch anarchistische Perspektiven dazu aufzeigen und uns auch damit beschäftigen, wie Hilfe gerade stattfindet. Eine große Welle der Solidarität ist losgegangen und es passiert viel Schlimmes und viel Gutes gleichzeitig. Und wir wollen euch daran teilhaben lassen an dieser Sendung. Als erstes haben wir ein Comunicado der Zapatistas für euch vertont und das ist so ein Statement zum Krieg der Zapatistas. Anschließend werdet ihr teilhaben können an einer Online-Veranstaltung, wo AnarchistInnen aus Belarus, Russland und der Ukraine sich mit dem Thema Krieg auseinandersetzen und zum Ende hin werdet ihr ein Interview hören können mit der Direkthilfe Dresden, die gerade sehr viel Hilfestellung in dem Kriegsgebiet leistet. Nach der Schlacht wird es keine Landschaft mehr geben. Über den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. 2. März 2022. An alle, die die Erklärung für das Leben unterzeichnet haben. An die nationale und internationale Sexta. Gefährtinnen und Gefährten, Schwestern und Brüder. Wir geben euch unsere Worte und Gedanken zu dem, was derzeit in dem Lande, welches sie Europa nennen, geschieht. Erstens. Es gibt einen Aggressor, die russische Armee. Es stehen die Interessen des Großkapitals auf dem Spiel. Auf beiden Seiten. Diejenigen, die jetzt unter den Wahnvorstellungen der einen und den schlauen wirtschaftlichen Berechnungen der anderen leiden, sind die Völker Russlands und der Ukraine. Und vielleicht bald auch die vieler anderer Länder in der Nähe und Ferne. Als Zapatisten unterstützen wir weder den einen noch den anderen Staat, sondern diejenigen, die für das Leben und gegen das System kämpfen. Bei der multinationalen Invasion des Irak vor fast 19 Jahren unter der Führung der US-Armee gab es überall auf der Welt Mobilisierungen gegen diesen Krieg. Niemand, der bei klarem Verstand war, kam auf die Idee, sich gegen die Invasion des Irakes und damit auf die Seite von Saddam Hussein zu stellen. Jetzt scheint die Situation ähnlich, wenn auch nicht gleich, zu sein. Weder Zelensky noch Putin stoppt den Krieg. Zweitens. Verschiedene Regierungen haben sich auf die eine oder die andere Seite geschlagen. Und zwar aus wirtschaftlichem Kalkül. Es gibt keinen Appell an die Menschlichkeit in ihnen. Für diese Regierungen und ihre Ideologien gibt es gute und schlechte Interventionen, Invasionen und Zerstörungen. Die Guten sind die, die von ihren Anhängern durchgeführt werden und die Schlechten die, die von ihren Gegnern verübt sind. Der Beifall für Putins kriminelle Argumentation
zur Rechtfertigung der militärischen Invasion der Ukraine wird sich in ein Wehklagen verwandeln, wenn mit denselben Worten die Invasion anderer Völker gerechtfertigt wird, deren Prozesse dem Großkapital nicht gefallen. Sie werden in andere Gebiete einmarschieren, um sie vor neonazistischer Tyrannei zu retten. Oder sie werden behaupten, dass es darum geht, die benachbarten Drogenstaaten zu befrieden. Sie werden dann die gleichen Worte wie Putin wiederholen und es wird eine große Menge an Rationalisierung in Bezug auf die vermeintliche Gefahr, die von den Menschen in diesen Gebieten ausgeht, folgen. Unsere Gefährten in Russland sagen, russische Bomben, Raketen, Kugeln. Sie alle fliegen auf ukrainische Bürger. Und diese Waffen fragen nicht nach ihrer politischen Ideologie oder der Sprache, die sie sprechen. Drittens, das Großkapital und seine westlichen Regime sahen tatenlos zu, wie sich die Situation verschlechterte und förderten sie sogar. Dann, als die Invasion begann, warteten sie ab, ob die Ukraine Widerstand leisten würde. Und dann kalkulierten sie, was aus dem einen oder anderen Ergebnis herauszuholen sei. Doch als die Ukraine nicht aufgab, begannen sie, Hilfsgüter auszustellen, die später in Rechnung gestellt werden. Putin ist nicht der Einzige, der von dem ukrainischen Widerstand überrascht wurde. Diejenigen, die in diesem Krieg gewinnen, sind die großen Waffenhändler und die großen Kapitale, die in diesen Gelegenheiten Eroberung sehen, zur Zerstörung und zum Wiederaufbau von Territorien. Das heißt, zur Schaffung von neuen Märkten für Waren und VerbraucherInnen. Viertens. Anstatt uns an das zu wenden, was die Medien und die sozialen Netzwerke der jeweiligen Seiten verbreiten und was beide als Nachrichten präsentieren, oder an die Analysen von angeblichen ExpertInnen in Geopolitik und FanatikerInnen des Warschauer Paktes und der NATO, haben wir stattdessen beschlossen, diejenigen aufzusuchen und zu befragen, die wie wir im Kampf um das Leben in der Ukraine und in Russland engagiert sind. Nach mehreren Versuchen ist es der 6. Zapatistischen Kommission gelungen, mit unserer Familie des Widerstandes und der Rebellion in den Gebieten, die sie Russland und Ukraine nennen, Kontakt aufzunehmen. Fünftens. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Widerstandsfamilie, die auch die Fahne des libertären A hissen, im Widerstand standhaft bleiben. Diejenigen, die im Donbass in der Ukraine sind und diejenigen, die auf den Straßen und Feldern Russlands in Rebellion sind. Diejenigen, die in Russland verhaftet und verprügelt wurden, weil sie gegen den Krieg protestiert haben. Diejenigen, die in der Ukraine von der russischen Armee getötet wurden. Sie sind miteinander und mit uns vereint, nicht nur in Ablehnung des Krieges, sondern auch in ihrer Ablehnung der Idee, sich mit Regierungen zu verbünden, die ihr Volk unterdrücken. Inmitten der Verwirrung und des Chaos auf beiden Seiten stehen sie fest zu ihrer Überzeugung, ihrem Kampf für Autonomie, ihrer Ablehnung von Grenzen und Nationalstaaten und der jeweiligen Unterdrückung, die nur ihre Flaggen wechseln. Es ist unsere Pflicht, sie nach besten Kräften zu unterstützen. Ein Wort, ein Bild, eine Melodie, ein Tanz, eine erhobene Faust, eine Umarmung. Auch aus den entferntesten Gegenden sind ebenfalls eine Form der Unterstützung, die ihre Herzen ermutigen wird. Widerstand ist Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen. Unterstützen wir unsere Angehörigen in ihrem Widerstand, das heißt in ihrem Kampf um das Leben. Das sind wir ihnen schuldig und das sind wir uns selbst schuldig. Sechstens. Deshalb rufen wir, die Menschen im Kampf, die Mitglieder der nationalen und internationalen Sexta, die dies noch nicht getan haben, auf, sich je nach ihrem Kalender, ihren geografischen Möglichkeiten,
gegen diesen Krieg und zur Unterstützung der UkrainerInnen und RussInnen zu manifestieren und in ihren Gegenden für eine Welt in Freiheit zu kämpfen. Wir rufen auch dazu auf, den Widerstand in dem als Ukraine bekannten Gebiet durch finanzielle Unterstützung zu vereinen und zu helfen. Was die sechste Kommission der EZLN betrifft, so tut sie, was sie tun muss und sendet denjenigen in Russland und in der Ukraine, die gegen den Krieg kämpfen, die kleine Hilfe, die sie sich leisten kann. Es wurden auch Kontakte mit unseren Verwandten aufgenommen, um einen gemeinsamen Gewirtschaftsfonds zur Unterstützung der Widerständler einzurichten. Unbeugsam und trotzig schreien und rufen wir und fordern: Russische Armee, raus aus der Ukraine! Der Krieg muss jetzt gestoppt werden. Wenn er weitergeht und wie erwartet eskaliert, dann wird es vielleicht niemanden mehr geben, der nach der Schlacht für die Landschaft verantwortlich ist. Aus den Bergen des mexikanischen Südostens. Sechste Kommission der EZLN, 2. März 2022. Willkommen zurück im Studio beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unser Thema heute ist die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und der Krieg, der gerade in das Land gekommen ist. Ihr habt jetzt gehört das Comunicado der Zapatistas und es folgt Musik von System Failure, Boot on Your Face. Der folgende Beitrag enthält Ausschnitte aus der Online-Veranstaltung, welche am 17.03.2022 auf YouTube stattfand mit dem Titel Against the States and the Militarization of the Planet. Die Person, die ihr im Beitrag hören werdet, ist Salem aus Kiew,
Gründer der Operation Solidarity. Viel Spaß. Operation Solidarity is a volunteering organization that was made by anarchists and libertarian socialists. Operation Solidarity ist eine freiwillige Organisation, die von AnarchistInnen und libertären SozialistInnen gegründet wurde. Wir haben drei Hauptziele. Das erste ist die Unterstützung unserer antifaschistischen, anarchistischen, libertär-sozialistischen, antiautoritären GefährtInnen, die sich mit Waffen gegen die Besatzerin wehren. Deshalb helfen wir ihnen auf jede erdenkliche Weise, zum Beispiel durch den Kauf von schusssicheren Westen, Helmen und allem, was sie sonst noch brauchen. Unser zweites Ziel ist es, Flüchtlingen aus unserer Gemeinschaft, also zum Beispiel der anarchistischen Gemeinschaft, ihren Familien und anderen Menschen zu helfen. Und das dritte Ziel ist es, unsere Gemeinschaft, die in den letzten 8 Jahren gewachsen ist, zu schützen und in irgendeiner Weise zu retten. Wir stehen in Verbindung zum Widerstandskomitee, das in diesen Zeiten vielleicht etwas bekannter ist. Das Widerstandskomitee verbindet die verschiedenen Gruppen, Einheiten und Individuen, die sich am Widerstand beteiligen, die Besatzer mit Waffen in ihren Händen bekämpfen. Wir arbeiten also auch mit ihnen zusammen und helfen ihnen. Wie war die Situation für euch, bevor der Krieg begann? Ja, talking about the war and talking about the things that happened last few weeks. Ja, sprechen wir über den Krieg, über die Dinge, die in den letzten 3 Wochen passiert sind. Früher gab es jedes Jahr diese militärischen Übungen an unseren Grenzen zu Russland und Belarus. Jedes Jahr bekamen wir 2 oder 3 Mal die Nachricht, dass russische Truppen an der Grenze stehen und es Spannungen gibt. Viele Menschen haben sich damit immer wieder auseinandergesetzt und dann wurde ein neues Leben unter neuen Bedingungen real. Die Menschen strukturierten ihr Leben mit neuer Arbeit in den neuen Gebieten, so dass der Konflikt eingefroren wurde. Dieses Jahr, als es um die Ereignisse an den Grenzen zu Belarus und Russland ging, waren viele Menschen sehr skeptisch, ob Russland angreifen könne. Aber wir, libertären Sozialistinnen und Anarchistinnen, waren ziemlich besorgt über die Situation. Wir versuchten uns zu organisieren, bevor und nicht nachdem diese Ereignisse begannen. Also begannen wir einen Monat vor Kriegsbeginn mit unseren Versammlungen und machten eine Art Plan, was wir tun werden und was die Leute fühlen, was sie über unsere Perspektiven denken und was sie persönlich und kollektiv tun können. Und sie haben verstanden, dass einige Leute mit Waffen in der Hand kämpfen wollen und andere aus verschiedenen Gründen nicht. Leute, die aber auch nicht weglaufen, sondern hilfreich sein wollten. Menschen, die verstehen, was Kriegsführung bedeutet, verstehen, dass jede Art von Kriegsführung, Versorgung, Hilfe und Unterstützung braucht. Es war uns also völlig klar, dass wir eine Struktur aufbauen mussten, die den kämpfenden Menschen hilft. So wurde es absolut organisch und natürlich, dass wir uns aufspalteten und in Verbindung blieben und auf diese Art und Weise arbeiteten und kooperierten. So, yeah, it became absolutely like organic, natural that we like split it, but still have some kind of connection between each other and working and cooperating in this way. Und wie ist die Situation momentan? Kannst du das aus deiner Sicht kurz schildern? So, what's the situation for right now? And so, we got like at least. Also, wie ist die Situation im Moment? Wir haben mindestens 2 große Städte, die völlig zerstört sind. Ich spreche da von Kharkiv und Mariupol. Die russischen Streitkräfte haben verbotene Waffen auf ukrainische Territorien eingesetzt. Heute habe ich erfahren, dass die russische Armee in der Nähe von Kharkiv, in der Nähe von Izum, Phosphorbomben eingesetzt hat. Und wir warten hier tatsächlich drauf, dass irgendeine Art chemischer Waffen, vielleicht sogar Atomwaffen, eingesetzt wird. Sie haben schon thermobarische Bomben in Kharkiv und auch in Kiew eingesetzt. Wir haben mindestens 1 toten Gefährten, der am 2. März bei Angriffen auf das Zentrum von Kharkiv ums Leben kam. Wir haben mehr als 3 Millionen Menschen auf der Flucht, die jetzt in Polen und in den nächsten Ländern Europas sind. Wir haben eine reale Chance auf den nächsten Weltkrieg. Viele Menschen sind tot, es gibt viel Zerstörung.
Wir sitzen in unserem Hauptquartier in Kiew und draußen wird geschossen. In unserer Gegend ist es jedoch ziemlich sicher, ziemlich okay. Wir können auf die Straße gehen, aber wir hören viele Shells fallen. Die Pforte von Kiew sind zerstört und viele Menschen sind auf der Flucht. Wir haben eine Art Expedition in andere Teile der Ukraine unternommen, nach Lviv und in andere Städte. Und da haben wir mit Menschen auf der Flucht aus Irpin und Iti gesprochen. Das sind so Leute wie wir. Gestern konnten sie noch in einen Laden gehen oder sich auf der Straße treffen und über alles Mögliche reden. Aber heute sind sie auf der Flucht. Sie haben ihr Hab und Gut und ihre Kinder mitgenommen und sind auf der Flucht. Sie wissen auch gar nicht, was sie tun sollen, und das ist wirklich schrecklich. Their things, their children, and they're fleeing, they're running, and they are distracted, they don't know what to do with their lives anymore. So it's really horrible. Viele Anarchistinnen fragen sich, warum ihr kämpft. Ist es eigentlich das Gleiche, für die ukrainische Armee zu kämpfen oder für die Territorial Defenses? I think it's absolutely not. It's okay, I have to explain that we had from 2014 we had the reformation of army. Ich denke, dass es das absolut nicht ist. Seit 2014 wurde die Armee reformiert. Neben der normalen Armee gibt es nun auch territoriale Verteidigungseinheiten. Und das ist so eine Art anarchistische Idee, die Idee der territorialen Verteidigung eben nahe kommt. Wenn du also in Kiew lebst und ein Bürger von Kiew bist und jemand greift dich an, dann bist du Teil der Verteidigung, also der territorialen Verteidigungseinheit. Du bleibst auch in Kiew und gehst nicht irgendwo hin. Das ist also nicht wie bei der regulären Armee. Wir gehen diesen Weg, weil es eine Gelegenheit ist, sich gegen die Besatzer zu wehren. Es ist eine Gelegenheit, in dieser Situation zu handeln. Es ist eine Gelegenheit, etwas für die Zukunft unserer Bewegung zu tun. Denn wenn wir eine neutrale Position einnehmen, wenn wir etwa nur sagen, kein Krieg, stopp den Krieg, könnten erstens viele Genossinnen in diesem Moment tot sein und zweitens müssen wir ja auch in Zukunft unsere Bewegung aufbauen. Wenn die Leute also fragen, wo wart ihr, als es Krieg gab, dann ist das Alibi, dass wir gegen den Krieg waren, nicht wirklich konstruktiv und wird nicht funktionieren. Wenn wir also eine starke Bewegung sein wollen, wenn wir weiterhin in der Gesellschaft vertreten sein wollen, wenn wir die Unterstützung und das Verständnis der Menschen haben wollen, dann müssen wir uns in dieser Aktion und in dieser Rolle beteiligen. Das ist unser Kontext. We have to take part in this action in this role because it's our context. Kannst du sagen, was die Rolle des Azov-Bataillons ist? Habt ihr Interaktionen mit ihnen? So, first of all, I have to say that still we have problems. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir immer noch Probleme mit den Nazis haben. Aber es ist anders als 2014. Sie haben nicht mehr so viel Unterstützung von normalen Menschen. Und das heutige Narrativ ist eher nationalistisch oder patriotisch als nationalsozialistisch. Was Azov betrifft, so habe ich die Information, dass sie immer noch einen neonazistischen Kern haben, der ihre Arbeit koordiniert. Aber viele Leute gehen zu Azov, weil sie dort die beste Vorbereitung für das Militär bekommen. Sie haben also immer noch diesen Nazi-Kern und sie haben ihre politische Ausbildung und versuchen, den Leute in ihre Struktur zu integrieren. Aber ihre Ideen werden von vielen Menschen nicht so ernst genommen. Sie haben nicht so viel Unterstützung von normalen Menschen. Bisher haben wir keine Interaktion mit ihnen und ich habe keine Informationen über Einheiten, die wegen politischer Ansichten gegeneinander kämpfen. Es scheint paradox in dieser Situation, aber siehst du vielleicht auch positive Szenarien für eure Bewegung? About positive things, kind of positives, like we have different people that are fighting. Wir haben Menschen und Gruppen, die gegen die Besatzer kämpfen und denen die Möglichkeit gegeben wird, von einigen wirklich guten und wünschenswerten sozialen Veränderungen zu träumen. Mich persönlich inspiriert diese Situation. Die Menschen solidarisieren sich. Es war eine absolut erstaunliche Atmosphäre, als ich durch die Stadt gefahren bin und mit verschiedenen Menschen auf der Straße gesprochen habe.
Ihr solltet wissen, das sind nicht nur Militärs, sondern auch normale Menschen, ArbeiterInnen, Angestellte und so weiter, die auf den Straßen Barrikaden bauen, Molotow-Cocktails herstellen und auf die Verteidigung vorbereitet sind. Wegen des Krieges können wir die wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Moment nicht sehen, aber sie werden wieder auftauchen. Und ich hoffe auf eine Zerstörung und einen Bruch des derzeitigen Systems in Russland und Belarus. Ja, tatsächlich hoffen wir auf ein echtes gesellschaftliches Erwachen in Russland und Belarus. Wir wissen nicht wie, aber das ist unser Traum. Wir könnten neue soziale Strukturen aufbauen, politische und wirtschaftliche, und auf einem neuen libertären Weg gehen, um aus diesem Krieg etwas Gutes und Schönes für alle zu machen. To make this war end and to build something good and beautiful for everyone. Was können Menschen tun, um euch zu unterstützen? The first thing that how can you help us? Die erste Sache, mit welcher ihr uns helfen könnt, ist etwas mit dem Eigentum der russischen Oligarchen oder der mit Russland verbundenen Mafia, PolitikerInnen und so weiter zu tun. Sie haben eine Menge Eigentum auf der ganzen Welt. Wenn wir auf Europa schauen, ist es das Beste, Gebäude zu besetzen, wie es unsere britischen Gefährtinnen getan haben, und daraus ein soziales Zentrum für Menschen auf der Flucht und politische Aktivistinnen zu machen. Die zweite Sache ist, unterstützende Veranstaltungen zu organisieren, Informationsveranstaltungen über die Situation in der Ukraine, Belarus und in Russland und auch über Perspektiven daraus. Der dritte und vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist Geld. Der vierte ist, den Menschen aus der Ukraine zu helfen, den Anarchistinnen aus der Ukraine und allen, die geflohen sind. Das waren Ausschnitte aus einer Online-Veranstaltung vom 17.03.2022. Die Veranstaltung trug den Titel Global Solidarity Against the States and the Militarization of the Planet. Voices from Ukraine, Belarus and Russia. Wir haben einige der Fragen, die im Chat gestellt wurden, und Teile des Inputs aus der Ukraine vertont. Ihr habt in dem Beitrag Salem aus Kiew gehört von der Operation Solidarity. Wenn ihr jetzt das ganze Event hören möchtet, dann könnt ihr gerne in den Sendungsnotizen schauen. Viel Spaß dabei. Was soll es hier werden? Ich hab keine Idee. Im Sommer gibt's Sonne, im Winter gibt's Schnee. Ich will immer was verändern, verändern, ja eh. Und jetzt steh ich schon wieder mit meiner Gitarre in der Einkaufsstraße und die Leute konsumieren, ja eh. Und ich hab keine Platzkarte, Platzkarte, ja nee. Da kommen schon die Bullen immer, oh je. Von den Leuten erwarte ich mir Solidarität, doch es geht niemand was an und dann ist es zu spät. Und es gibt nichts, das bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von meinen zu anderen. Und es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und denen kann man sagen dann, hey, scheiß doch, die wandern. Desillusioniert bin ich ja trotzdem nicht, das geht mir nur alles gewaltig gegen Strich, nimm doch die blöde Werbetafel und nicht mich, denn die zum Beispiel stört hier tatsächlich, da kommt dann noch so ein alter Typ vorbei, mein Ende der 60er war auch dabei, doch was ich da mach, wär voll für ein Arsch, denn es verändert sich nix, es bleibt alles wie es ist. Und ich sag's ihm, es gibt nichts, was bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von einem zu anderen. Und es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und ich sag ihm dann, hey, scheiß doch die Bullen an und nicht mich. Und wenn mich etwas desillusioniert, dann die im Hamsterrad funktionieren, obwohl den Einkäufer oder der alte Sack, lasst mich in Ruhe, ich weiß, wie ich kämpfen mag, und das macht ihr nicht kaputt.
Und der Bulle trägt immer noch seine Knarre und die Shopper ihre Einkaufstasche und der alte Sack sein Portemonnaie und irgendjemand die Gitarre. So war das auch schon vor 50 Jahren. Nur irgendwann kommen halt andere dran, doch brecht auch mal diese Scheißwand und nehmt euer Leben selbst in die Hand. Denn es gibt nichts, was bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von einem zur anderen. Und es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und denen kann man sagen dann, ich scheiß dich doch selbst an und nicht mich. Und wir sind zurück im Coloradio-Studio. Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden heute zum Thema Krieg in der Ukraine. Wir haben gerade einen Beitrag gehört, einige Mitschnitte aus einer Online-Veranstaltung, wo es unter anderem um Operation Solidarity geht, eine anarchistische, antiautoritäre Organisation, die kämpfende Menschen in der Ukraine unterstützt, Leute auf der Flucht unterstützt und versucht weiterhin unter Kriegsbedingungen selbstorganisierte Strukturen aufzubauen und damit auch eine anarchistische oder libertäre Perspektive in dieser Region zu diesen Zeiten am Leben zu halten. Wenn ihr mehr zu Operation Solidarity erfahren wollt, dann schaut doch einfach auf deren Internetseite operation-solidarity.org. Und wenn ihr wie ich auch nochmal so ein bisschen extra Lesestoff braucht, um das zu verstehen, warum Menschen diese Entscheidung treffen, im Krieg zu bleiben und zu kämpfen, dann gibt es auch einen guten Artikel auf CrimeThink, der da nochmal reingeht. Und auf der Seite von Operation Solidarity gab es in den letzten Tagen auch mehrere Beiträge und Interviews, die das einfach nochmal gut beleuchten, was die Menschen motiviert. Genau, so wie jetzt auch schon in dem Beitrag, den ihr gehört habt. Und das ist ja jetzt ganz konkret, Leute, die vor Ort sind und da unterstützen. Und es passiert natürlich auch unheimlich viel in anderen europäischen Ländern, so auch in Deutschland. Wir haben da hier jetzt mit einem Akteur gesprochen, der Direkthilfe, die unheimlich schnell waren, ein sehr krasses Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, so einen richtigen Bienenstock, der hier im Zentralwerk die ganze Zeit wuselte und summte und einfach absolut Unglaubliches schon in wenigen Tagen auf die Beine gestellt hat. Doch einfach jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Wir sind heute hier im Coloradio mit der Direkthilfe Dresden. Ich habe eine Interviewpartnerin da. Hallo zusammen, mein Name ist Denise und ich bin von der Direkthilfe Dresden. Die Direkthilfe Dresden, kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was das ist und wie sich das gegründet hat? Genau, gegründet hat sich das Ganze am 27.02. Und es lief so, dass ich wollte mit meinem Freund an die ukrainische Grenze fahren, um dort halt Menschen zu evakuieren. Hab dann einen Kumpel gefragt, der hat halt ein Auto mit ungefähr 9 Sitzplätzen frei. Wir haben halt nur ein kleines mit 3 Sitzplätzen. Um halt mehr Menschen mitzunehmen, wollten wir halt das Auto ausleihen. Und dann im Gespräch hat sich herauskristallisiert, dass das vielleicht nicht ganz so günstig ist, da runterzufahren. Weil selbst bei 9 Sitzplätzen, also wenn man da ankommt, da sind deutlich mehr Menschen als 9. Und dann muss man halt aussortieren, wen lässt man stehen, wen nimmt man mit und vor allen Dingen, und dann, wohin. Also, und da sind wir ziemlich schnell auf die Idee gekommen, quasi so ein Spendenlager zu errichten, wo quasi Privatpersonen oder auch Firmen Sachspenden oder auch Spenden in Form von Geld sozusagen bei uns abliefern können. Und kannst du unseren HörerInnen nochmal was zu diesem Lager sagen, wo das ist und wofür das gedacht ist, was da passiert? Genau, der Stali hatte eine Freundin angerufen vom Zentralwerk, von dem e.V. und hatte quasi gefragt, ob wir die Halle, also den Ballsaal quasi zur Verfügung gestellt bekommen könnten.
Genau, und dann hatten wir quasi an demselben Abend schon die Halle zur Verfügung, haben da dann die ersten Tische aufgebaut und einen Tag später, ja, haben wir das publik gemacht, erst über den Telegram-Kanal. Da kam dann schon, also eine Spendenwelle, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Und ja, der Kanal hat mittlerweile, ich glaube, 1800 Mitgliederinnen. Mhm. Genau, und so ist es gewachsen. Wir liefern halt direkt rein ins Land mit verschiedenen kleinen Hilfsorganisationen, die wir verifiziert haben, wo wir genau auch wissen, das kommt auch dort an, also im Land, wo es quasi gebraucht wird, weil wir tragen ja auch die Verantwortung für die Spenden, die bei uns einkommen, also eingehen, dass die dann auch eben ihren Bestimmungsort erreichen. Das ist ja eine ganz schöne Mammutaufgabe. Wie stemmt ihr das denn alles hier vor Ort? Am Anfang lief das noch etwas chaotisch, also heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen, aber wir haben verschiedene Teams, ja, rauskristallisiert. Die Nora ist zum Beispiel für den Transport in die Ukraine zuständig, unter anderem. Wir haben auch ganz viele Übersetzerinnen, ukrainisch, russisch, englisch und französisch. Und somit ist halt auch keine Sprachbarriere da. Die Lotta, die ist auch für das Spendenmanagement mitverantwortlich. Sie spricht auch ukrainisch und russisch. Und so ist halt der Draht einfach auch immer und direkt vorhanden. Ja, also ich war am ersten Tag, als ihr Spenden gesammelt habt, mal vor Ort und habe was vorbeigebracht und jetzt heute wieder. Und der Unterschied ist schon, also das sieht man, ne? Also was da alles angekommen ist und auch was da an Menschen hilft, also einfach hilfsbereit zur Seite steht euch. Ich weiß nicht, am ersten Tag war das noch so ein bisschen, mal gucken, wer zuständig ist. Und jetzt habe ich da gesehen, es stehen Leute mit verschiedenen Westen, mit verschiedenen Aufgaben, die einem auch gleich mit an die Hand nehmen und einem sagen, wo was ist und an wen man sich wenden kann und so. Also es ist schon sehr beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt in den letzten Tagen und Wochen. Kannst du grob schätzen, wie viele Leute jetzt euer Team sozusagen umfasst oder wie viele HelferInnen da sind? Also grob geschätzt sind vor Ort immer 20 bis 25 Menschen, die ja sich je nach Lage oder Kompetenz aussuchen können, was sie machen möchten, sozusagen. Also wir haben jetzt keine festen Jobs, sondern da kommen halt welche rein und sagen, oh ja, ich würde gerne mit im Lager helfen oder ich würde gerne mit bei der Orga dabei sein oder ich biete mich an als Fahrer für Dresden oder auch für außerhalb, weil ja auch Großspenden quasi abgeholt werden von Unternehmen oder auch von Schulen, die für uns sammeln und wir sortieren das dann nochmal im Lager. Das Schöne an der Sache ist einfach, dass wir so ein inklusives Team mittlerweile geworden sind und wirklich jede Person, halt außer Faschos, bei uns halt willkommen sind und ganz viele auch schon Diskriminierung in ihrem Beruf erlebt haben aufgrund von ja allen möglichen, vom Aussehen, von der Herkunft und kommen halt zu uns und sind erstmal ganz, ja, ganz schüchtern und so introvertiert und trauen sich kaum was zu sagen und dann nach ein paar Stunden sind die völlig aufgeblüht und merken halt, okay, hier bin ich wichtig, hier wäre ich gebraucht, wir haben flache Hierarchien, wir haben keinen Chef, keine Chefin, es gibt kein Büro, was zu ist oder ähnliches. Man kann Pause machen, wann man will. Es ist immer Essen da, warmes Essen, kaltes Essen, Süßigkeiten, Getränke, eine Kaffeemaschine. Also es ist wirklich, also es ist ein sehr, sehr schönes Arbeiten. Ja, auch was, also auch unglaublich begeisternd, was so diesen Selbstorganisationsaspekt angeht. Also ich war total begeistert, als ich rüberkam und gesehen habe, was da draus entstanden ist. Und was ich mich frage ist, bei so einem selbstorganisierten Projekt, was, also du hast jetzt schon beschrieben, wie ihr euch alle eingegroovt habt und wie gut das funktioniert. Gibt's Hürden, die euch, oder Steine, die euch in den Weg gelegt werden, Hürden, die ihr überwinden müsst? Genau, eine Hürde war der Raum. Also das Zentralwerk hatten wir ja von heute auf morgen und jetzt nach 3 Wochen sammeln wir ja schon mittlerweile. Nach 3 Wochen haben wir jetzt die Messe bekommen und das war halt, den Kontakt quasi erstmal aufzubauen. Wer ist dafür zuständig? Wer sind die Ansprechpartnerinnen? Und also den Raum zu bekommen, weil im Zentralwerk, also es ist halt nicht dafür gedacht, es ist halt ein Ballsaal und es ist nicht dafür gedacht, dass ein 17 Meter langer LKW rückwärts ranfährt und dass man da Spenden einlädt. Ja, genau. Klar, okay, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Krass, stimmt. Genau, das ist wow. Etwas erschwerlich gewesen. Aber ansonsten habt ihr das Gefühl, ihr könnt gut arbeiten und jetzt mit dem Messe 4 Halle, sagtest du? Genau, in der Messehalle 4. Ja, halt auch barrierefrei, was eben super wichtig ist, weil wir halt auch Personen haben, eine Person sitzt im Rollstuhl, die andere halt auch fast. Genau, es soll auch eine Kinderecke entstehen, weil da ist es ja auch wärmer. Mhm. Ne, die Leute bringen ja schon ihre Kinder mit und haben ihre Babys dann auf dem Rücken. Oder wir haben auch Sozialpädagoginnen, die vor Ort dann die Kinder einfach betreuen und sich auch anbieten. Und das läuft halt,
Also alles läuft ehrenamtlich. Immer wieder kommen Leute, also durch diese flache oder durch diese nicht existierende Hierarchie mit eigenen Ideen und machen halt auch einfach. Ne? Also jetzt seit einer Woche testen wir uns halt jeden Morgen und es war auch eine Idee von irgendeiner Person, die gesagt hat, ich mache das jetzt hier. Und es ist also der Wahnsinn, wie viele tolle Ideen es einfach noch gibt und die dann auch ausgesprochen werden und sich getraut werden, halt vorzuschlagen, wenn halt kein Chef sagt, was ist das für ein Müll? Mhm. Ja. Ja, man sieht dir die Begeisterung und das Herzblut auch an. Dankeschön. Also die Lkw-FahrerInnen, die Personen sind ja wahrscheinlich dann auch Freiwillige, ne? diese FahrerInnen? Genau, also die sind von einer Organisation, Osteuropa-Hilfe e.V. Mhm. Die Personen stellen quasi das Personal und den Lkw und alles Mögliche und wir unterstützen dann ja mit Benzin halt, mit Spritkosten. Mhm. Und wie sieht es gerade so aus vor Ort? Was sind so die Berichte, die euch gut erreichen? Also dadurch, dass die ja in die Ukraine reinfahren und dort halt ja ein Kriegsgebiet ist einfach. Also man kann sich das, glaube ich, schwer vorstellen. Und auch die Bilder im Fernsehen, das ist halt alles nicht so nahbar. Also wenn man dann halt einen persönlichen Bericht hört, wie zerstört das dort ist und man halt auch ja beschossen wird, auch wenn man halt als Hilfskonvoi gekennzeichnet ist, wenn man da nicht mit Militär reinfährt oder so. Weißt du, ob die irgendwie Unterstützung kriegen? Ob die von ihrer Organisation Unterstützung kriegen, das kann ich nicht beantworten. Aber als sie uns das halt erzählt haben, was sie gesehen haben, meinten wir halt, dass wir durchaus halt Psychologinnen ansprechen können, organisieren können, auch in der Muttersprache der Leute. Und beide Lkw-Fahrer meinten dann so, ja, nee, wir brauchen es nicht, aber die Leute, die halt geflüchtet sind, die brauchen es auf jeden Fall. Und das ist nochmal so ein großer Punkt, den wir, sobald wir umgezogen sind, auf jeden Fall angehen müssen, dass wir mit Psychologinnen, Psychologen zusammenarbeiten, die dann die Menschen, die hier ankommen, einfach unterstützen. Wie ist denn so die Perspektive, was die psychologische Betreuung angeht? Wie schätzt du das ein? Also es ist ja sowieso ein Riesenproblem gerade. Also es war schon vor dem Krieg ein Problem mit psychologischer und psychotherapeutischer Versorgung. Einfach auch, weil es sowieso strukturelle Probleme gibt. Zum anderen, weil Corona halt auch ganz viel mit den Menschen gemacht hat und dann nochmal ein Sonderbedarf hergestellt wurde. Und jetzt das Ding noch, also ich habe das Gefühl, es kommt so eins nach dem anderen. Und die Frage so nach dem, wie lässt sich das eigentlich alles auffangen? Habt ihr da irgendwie eine Idee oder eine Perspektive zu? Also meine blauäugige Idee war tatsächlich, die Menschen halt anzuschreiben. Also wir haben verschiedene Personen im Team, die einfach ein Talent haben, Dinge zu organisieren, Personen zu organisieren. Oder man macht halt so eine Art, wenn es überhaupt möglich ist, ich habe da gar keine richtige Ahnung davon, muss ich ehrlich sagen, Gesprächskreise, halt geführte Gesprächskreise mit einer Muttersprache-Person oder halt Selbsthilfegruppen, aber irgendwie irgendwas, um die Leute halt aufzufangen oder von mir aus auch, wie so eine Art Ergotherapie, also dass sie halt irgendwie noch was machen oder auch die Kinder zeichnen und dann nochmal da irgendwie den Zugang zu den Leuten kriegen. Ich kann mir, glaube ich, schwer vorstellen, dass wir ein Psychologenteam organisiert bekommen, was Einzelbetreuung quasi leisten kann. Der Versuch auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall probieren, aber vielleicht können die Fachärzte, Fachärztinnen uns irgendwie helfen, was man machen kann stattdessen. Mhm. Halt, dass die eben nicht zu Hause sitzen oder in irgendeiner Turnhalle oder in einer Unterkunft und dann halt einfach sich selbst überlassen sind. Also das ist nicht unser Anspruch und das kann es auch nicht sein. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Okay, also das heißt, könnte man sozusagen jetzt auch nochmal für unsere Hörerinnen eine kleine Aufforderung aussprechen, dass Leute, die gerne helfen wollen und einen psychologischen, pädagogischen, therapeutischen oder sonstigen Hintergrund haben, sich da auch gerne zum Helfen melden sollen, weil sie sehr, 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 sehr gebraucht werden? Ja, das auf jeden Fall. Also das wäre total großartig. Wie wir das dann umsetzen, steht halt alles noch, also in den Sternen. Muss ich dann finden wahrscheinlich. Genau, ne? Genau. Aber wenn man halt überlegt, okay, wir haben jetzt diese Hilfe von heute auf morgen quasi hochgezogen und jetzt auf einmal so eine Kompetenz erlangt und auch so eine Versicherung, dass es halt ankommt und wir arbeiten mit Mission Lifeline zusammen und mit Arche Nova und mit ganz vielen Personen, die schon hinter uns stehen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein großes Problem ist. Also ich hoffe halt einfach, dass wir die psychotherapeutische Betreuung halt einfach auch so schnell und so effektiv hinbekommen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
Was gibt es denn noch so für Hilfebedarfe oder an welchen Ecken? Also dieser ganze psychosoziale Bereich, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Und an welchen Stellen können Menschen noch helfen? Gibt es bestimmte Bereiche, wo großer Bedarf da ist? Genau, wir haben auf unserer Internetseite auch ein Stellenangebot sozusagen, wenn man das mal so nennen kann. Wir brauchen auf jeden Fall Personalmanagerinnen und ja, das ist so das Einzige, was mir gerade einfällt. Aber die Internetseite muss auch gepflegt werden, dass halt die maximale Transparenz einfach gewährleistet ist. Das heißt, alles, was wir wissen an neuen Informationen, muss halt möglichst zeitnah oder zeitgleich auf die Internetseite gestellt werden, weil das ist halt unser Anspruch, dass es wirklich transparent für alle Menschen ist. Auch für die, die halt auf der Internetseite quasi unterwegs sind. Ja, good point, auf jeden Fall. Kannst du die Internetseite nochmal ansagen? Die Internetseite ist dhdd.info. Dankeschön. Neben mir, du guckst mich an. Dein Blick ist Wut und Feuer, wir gehen hier lang. Und das wird ziemlich teuer, wir stellen uns gegen Macht und Geld und nicht aus Mode, sondern weil uns etwas fehlt. Und nicht aus Mode, sondern weil uns etwas fehlt. Aus Tessin und rein in die Masse sind nicht nur wir wütend über das System, die uns bestehlen, zwingen wir zur Kasse und denn dies alles für jede und für jeden. Die kommen nicht durch, ich seh's dir an, brauchst nicht mehr lang, dann fängst du an, hör auf zu jammern. Tu lieber was, zum Beispiel für deine Freunde von Karl Helga, mach mal Bravatz, wir werden sehen. Es ist eine lange Nacht und bleibt ja noch eine ganz schön lange Nacht. Wahrscheinlich bleibt aber auch noch eine ganz schön lange Nacht. Okay, also wir haben jetzt, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe. Im psychosozialen Bereich braucht es definitiv Leute. Ihr braucht Leute, die so ein bisschen Personalorga machen. Und ihr braucht Leute für die Internetseite. Das heißt, hauptsächlich werden gerade, also Sachspenden kommen sowieso rein, habe ich so ein bisschen gehört. Dazu könntest du vielleicht auch nochmal gleich was sagen, was ihr da noch brauchen könnt oder wo es da vielleicht klemmt oder auch nicht klemmt. Aber vor allem wird auch genauso dringend ja Arbeitskraft gebraucht, kann man das so sagen? Genau. Also wir brauchen dringend Menschen, die mit in der Organisation quasi arbeiten. Also es gibt auch noch mehr Stellen, so Fernlogistik, Lokallogistik zum Beispiel, was mir gerade noch einfällt, genau das, ja. Okay. Und kannst du noch mal was zu den Sachspenden sagen, was da vielleicht gebraucht wird oder vielleicht auch, was gerade nicht gebraucht wird? Ich fange mal mit den Sachspenden an. Kleidung nehmen wir sowieso nicht, weil das ist meistens total überfüllt. Wir brauchen ja Medikamente, vor allen Dingen Blut und schmerzstillende Medikamente, Fieberthermometer, Pränahrung, für Säuglinge und Babynahrung, ja, generell Nahrung, das sind so die wichtigsten Dinge, genau. Und wir haben auch schon gemerkt, die Spenden lassen langsam nach. Also der erste Run ist quasi durch. Wir sind jetzt dabei, mit Supermärkten in Kontakt zu treten, um halt Großspenden anzunehmen. Die neuen Öffnungszeiten in der Messehalle 4, wir sind auch nicht mehr jeden Tag da. Das schaffen wir einfach nicht mit unseren Hauptberufen, leider. Wir haben dann Donnerstag und Freitag von 14 bis 19 Uhr offen und am Samstag von 10 bis 19 Uhr. Die Frau Dr. Kaufmann, die Sozialbürgermeisterin, war die Woche da. Und wir haben auch zusammen gesprochen, also jetzt mittlerweile haben wir halt so einen Status, dass Leute ja
sich anbieten, quasi uns zu helfen. Und das ist echt, das ist super großartig auch, ja. Wie sieht es aus mit diesem, kümmert ihr euch ja vorwiegend um die Versorgung von Menschen in der Ukraine beziehungsweise an den Grenzen und wahrscheinlich auch um Menschen, die herkommen? Also es gibt noch keine Stelle in Dresden, das ist gerade in Arbeit, wo quasi Geflüchtete sich melden können und beziehungsweise hingehen können und sich eine Erstausstattung zum Beispiel nehmen können. Das ist auf jeden Fall in Arbeit, aber das können wir momentan mit den Menschen, mit dem Personal, was wir haben, nicht noch stemmen. Das ist auf jeden Fall ein Traum, wie so ein Umsonst-Supermarkt zum Beispiel, wo halt auch selbstbestimmt sich einfach die Ware genommen werden kann und nicht ausgeteilt werden. Keine Ahnung, ob wir das noch hinkriegen, wäre aber echt wünschenswert, wäre echt toll. Ja, in unserer Radiosendung ist ja auch manchmal Platz für Wünsche und vielleicht auch Utopien. Und so ein Supermarkt, wo man sich holen kann, was man braucht, das ist schon eine tolle Sache. Also kann ich verstehen, dass das ein Wunsch ist. Das wäre echt cool. Was hast du für einen Eindruck, wie das läuft mit der Unterbringung von geflüchteten Personen aus der Ukraine? Genau, auch da, also ich kann jetzt nur von der Stadt quasi berichten. Die Stadt versucht jetzt Wohnungen quasi zu organisieren, halt auch auf dem ländlichen oder im ländlichen Bereich. Genau, und sonst lief das halt alles über unsere Telegram-Gruppe, wo halt Privatpersonen gesagt haben, hey, ich habe ein Zimmer frei von einer Person, die drüben auch mitarbeitet. Die sind halt auch zusammengerückt quasi und jetzt wohnt eine Familie halt in dem Kinderzimmer. Genau. Ja. Habt ihr da schon Feedback bekommen von Leuten, die Leute aufgenommen haben, wie das so läuft, was sie so für Erfahrungen gemacht haben bisher? Die, von denen wir es wissen, also dass sie, ja, zum Teil sind die halt traumatisiert, manche sprechen halt nicht oder essen nicht und die anderen sind halt froh, dass sie da sind und super dankbar. Wir hatten dann auch schon mal eine Erstausrichtung quasi zu der Familie gefahren, auch bei einer Familie, die auch ukrainisch spricht. Also da ist dann der Austausch quasi einfach leichter, wenn man mit den Leuten reden kann und die dann auch auffangen kann. Gibt es noch was, was du gerne hinzufügen möchtest, was dir wichtig wäre, was dir unter den Nägeln brennt? Die Hilfsbereitschaft ist ja sehr, sehr groß und es fahren halt auch immer wieder Privatpersonen an die ukrainische Grenze oder an die polnische Grenze, um dort dann Flüchtende quasi nach Deutschland zu bringen oder auch hierher und dann irgendwie zu vermitteln. Das Problem ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, du kommst dort an und hast vielleicht maximal 9 Plätze zur Verfügung. Das heißt, überlegt euch gut, was das auch mit euch macht, sozusagen, wenn ihr dort ankommt und ihr sortiert halt dann aus oder habt halt keinen Kindersitz mit. Und also ich könnte es einfach nicht. Bis hin zu dem Punkt, dass sich das halt auch rumspricht. Ne? So, ach Mensch, hier war ein Auto aus Deutschland, die haben eine Familie mitgenommen. Und somit erleichtert man halt das Geschäft der, ich sag's jetzt mal ganz hart, Kriminellen, ne, die dann rüberfahren und halt Kinder und Frauen verschleppen und in die Prostitution halt bringen. Deswegen rate ich wirklich, schließt, wenn ihr helfen wollt oder wenn ihr Menschen evakuieren wollt, schließt euch eine Organisation an, Dynamo Fan Projekt, also die gegen Rassismus. Die sind mehrmals gefahren, haben halt Leute hochgeholt, das kann man alles nachprüfen. Idealtours ist auch runtergefahren, die haben auch Kindersitze mitgenommen. Verschiedene Busunternehmen, also das wäre auf jeden Fall mein Appell, sich den Organisationen anzuschließen. Auch was einem gar nicht so, also was mir jetzt zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm war. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Hinweise. Wie sieht's denn aus, wenn du jetzt so ein bisschen länger in die Zukunft blickst? Das traut man sich ja heutzutage kaum noch, aber wenn du jetzt so über die nächsten Wochen hinaus blickst, was würdest du dir wünschen? Also was ich mir beziehungsweise auch was wir uns wünschen, ist, dass die Solidarität auch die nächsten Wochen und Monate und Jahre bestehen bleibt, dass wenn auch BIPOC-Menschen nach Sachsen kommen, ebenfalls mit offenen Armen und mit einem Willkommen begrüßt werden und das eben nicht so läuft, wie wir es schon alle kennengelernt haben. Also dass jetzt mit dem Ukraine-Krieg wir so solidarisch sind und so eine Aktionsbereitschaft quasi haben und die Energie haben, jetzt für die Ukraine zu spenden, den Menschen zu helfen, gucken, dass die Menschen unterkommen. Aber Krieg ist ja schon seit Jahren. Krieg ist seit Jahren in Afghanistan, Krieg ist seit Jahren im Irak. Rojava, das autonome Westkurdistan.
Und was ich anprange und wo ich mich selbst auch schäbig fühle, dass wir damit jetzt erst angefangen haben. Ne? So eine Aktion, wie wir jetzt gemacht haben, ist schon seit Jahren überfällig. Eine Stunde ist fast vorbei. Wir sind schon wieder am Ende unserer März-Sendung angekommen. Ihr habt verschiedenste Perspektiven, national, international, zum Ukraine-Krieg und auch zu Solidaritäts- und Unterstützungsstrukturen mit den Menschen vor Ort gehört. Ihr könnt die einzelnen Beiträge auf freie-radios und a-dresden.org nachhören. Und ein Punkt, der uns jetzt irgendwie nochmal wichtig war, ist, dass es absolut großartig ist, was gerade an Unterstützung und Solidarität passiert und gleichzeitig es auch gerade so ein bisschen hinten runterrutscht, dass die erste Antwort der Bundesregierung dieses 100 Milliarden Euro schwere Rüstungspaket aus dem Ärmel zu zaubern war. Und ja, das macht uns auf jeden Fall sehr, sehr nachdenklich, wie lange dieses Paket da eigentlich schon geschlummert hat im Hintergrund und warum das jetzt so schnell ging und wie krass das ist, dass auf diesen Krieg mit noch mehr Kriegstreiberei geantwortet wird. Und wir sehen auf jeden Fall überhaupt keine Perspektive in Krieg als Option für Frieden. Und wollen uns da auch nochmal an uns selbst appellieren, da in Zukunft nochmal mehr reinzugehen und mehr darauf zu achten, dass wir nicht wieder in so eine Kriegsmaschinerie reingeraten in Europa und auf Leid und Elend mit noch mehr Leid und Elend geantwortet wird. Die Musik, die ihr gehört habt in unserer Sendung, war Creative Commons. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und ihr könnt uns gerne schreiben an ahad@systemli.org. Ihr könnt auch gerne mitmachen in unserer Sendung und wir sehen uns.